Matthias Deiß in Rom. Schauen wir mal auf das ungewöhnliche deutsche Duo. Merkel kommt mit Scholz als Sidekick oder Scholz mit Merkel als Sidekick. Welche Botschaft geht davon aus? Also sehen wir es erstmal von der protokollarischen Ebene her. Da haben wir in Deutschland immer noch eine Bundeskanzlerin, das ist Angela Merkel. Und dann haben wir einen Vizekanzler und einen Finanzminister. Das ist Olaf Scholz. Die beiden kommen zusammen. Und Angela Merkel hat eben gesagt, sie lädt Olaf Scholz zu den bilateralen Gesprächen mit den Staats- und Regierungschefs Biden etwa dazu zu den Gesprächen. Und das Signal ist ganz einfach dass man sagt, Deutschland möchte sich als kontinuierliche Macht präsentieren hier auf internationaler Ebene, möchte deutlich machen, ja, da steht jetzt ein Wechsel an. Scholz wird wahrscheinlich, muss man ja noch sagen, der nächste Kanzler werden. Und es wird sich aber nicht viel ändern auf internationaler Ebene. Deutschland wird weiter zu seinen Verpflichtungen stehen. Deutschland ist eine kontinuierliche Macht. Da wird sich in den großen außenpolitischen Weichenstellungen nichts groß ändern. Das will man hier symbolisieren. Und man muss sich auf der anderen Seite noch mal vorstellen, wäre so etwas etwa denkbar gewesen, dass Donald Trump Joe Biden seinen Nachfolger mitgebracht hätte zu einem solchen Gipfel? Nein, das wäre es nicht gewesen. Und deswegen ist das Ganze auch ganz bewusst als eben Zeichen der ruhigen, der ordentlichen, der demokratischen Staatsmacht Deutschland gedacht, die solche Übergänge eben gemäßigt und so wie es sich gehört hinbekommt. Ja, ein ruhiges, aber deutliches Ausrufezeichen. Also Olaf Scholz als Finanzminister, der ist ja nun mal da. Das Thema globale Mindeststeuer steht auf der Agenda der G20. Ist das ein Erfolg auch des deutschen Finanzministers? Also wenn Sie Olaf Scholz fragen, wird er das ganz sicher so bewerten. Hat das ja im Wahlkampf auch fröhlich über die deutschen Marktplätze getragen. Der Respektkanzler, Kandidat, der dafür setzt, dass international wieder Gerechtigkeit einkehrt. Da ist schon was bewegt, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es ist eben auch noch vieles offen. Es haben noch nicht alle Staaten gesagt, dass sie mitmachen. Der Prozess ist eingeleitet, aber noch nicht am Ende. Trotzdem ist es so, das ist ja das, was die G20-Staaten schaffen wollen, dass sich eben auf internationaler Ebene die Gemeinschaft gemeinsam einigt, um eben größere Probleme anzugehen. Und da kann eine globale Mindeststeuer helfen. Zum einen Steuerschlupflöcher zu vermeiden, zweitens große internationale Konzerne zur Kasse zu bitten und das Geld, das man dann einnimmt, möglicherweise ja in die Bekämpfung der globalen Seuche Corona zum Beispiel zu stecken oder auf der anderen Seite, und auch das ist hier ein Thema, wo es heiß hergehen wird, eben in den gemeinsamen Kampf gegen den Klimawandel. Aber Corona ist auch ein großes Thema in Rom. Deutschland ist ja finanzieller Musterknabe, wenn man auf die COVAX-Initiative schaut. Also das ganze Geld, sehr viel Geld ist aus Deutschland gekommen. Was können die G20 noch tun, um das Ziel einer globalen Impfkampagne durchzusetzen? Also Deutschland stellt sich gerne als Musterknabe dar, sagt, wir sind zweitgrößter Geldgeber, wir sind jene, die in der größten Corona-Krise weiter Impfstoff exportiert haben. Das stimmt. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, COVAX hat die gemachten Zusagen international an ärmere Staaten bisher nicht einhalten können. Wir haben reiche Staaten in der Welt, die fast 70% Impfquote haben und die ärmeren, da ist die Impfquote unter 2%. Das ist eine traurige Bilanz. Insofern kann hier im Moment nicht von Musterknabe die Rede sein. Und dann muss man auch noch dazu sagen, die Mehrheit der G20-Staaten, die spricht sich dafür aus, in dieser globalen Corona-Krise Impfpatente auszusetzen, um schneller impfen zu können. Und da ist Deutschland fast die größte Bremse. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat deshalb heute noch mal ganz klar deutlich gemacht, das gibt es nicht. Man geht als EU einen anderen Weg. Man will Lizenzproduktionen im Ausland fördern. Man möchte Impfstoff weiter aus der EU heraus exportieren. Natürlich aus wirtschaftlichem Eigeninteresse. Und man wird aber, und da wären wir dann wieder beim Musterknaben, weiter Impfstoff
Spenden an ärmere Länder und will das möglicherweise sogar noch ausweiten. Die Details, das muss man jetzt abwarten, was hier bei G20 rauskommt. Dann tun wir genau das. Herzlichen Dank, Matthias Deiß, auf diesen Vorausblick auf das G20-Treffen. Gerne.